Willkommen zurück zu Modern Warfare Remastered Team Deathmatch of Overgrown, mal wieder. Ich weiß noch nicht, welche Waffe ich jetzt nehmen soll. Aber ich glaube, ich probiere mal die Jigsaw. Komm, wir probieren es mal. Ist das unser? Nein, das ist nicht unser. Ja, Assist-Abschuss, geil. Erstmal einen Heli platt machen. Ja, der ist auch weg. Ich muss mir merken, nicht nachzuladen. Oder ich darf nicht nachladen, besser gesagt. Das hat hier ja fatale Folgen. Wo war der denn jetzt bitte? Ach, da, oh, da oben, das hat. Ja, gut, das da oben habe ich nicht gesehen. Ich wünschte mir echt mal ein Call of Duty ohne Sniper. Also, wenn das irgendwann mal kommt, wird das mein Lieblings-COD. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil Sniper sind ja doch schon echt. Sagen, töte ihn noch. Verdammt nervig. Wenn die einfach mal aus der weitesten Entfernung One-Hit machen können. Und dann ist man schon gezwungen, selber Sniper zu spielen. Und das macht halt keinen Spaß. Eine Klasse sich aufzuzwingen. Aber wir können das Spielchen wiederholen, mein Freund. Wir können es wiederholen. Habe ich kein Problem mit. Da siehst du. Habe ich einfach kein Problem mit. Ey, die ersten Schüsse waren doch auch getroffen. Ich hab's doch gesehen. Wenn natürlich danach Overgrown Suchen zerstören kommt, wäre das schon ganz geil, weil ich glaube, das hatten wir nämlich noch gar nicht. Wo ist der hin? Die war ganz woanders. Ich habe gesehen, wo die gelandet ist. Das kann nicht sein, dass er mich damit gekillt hat. Ich meine, klar, ich hatte schon wenig Leben, aber trotzdem, von der Entfernung aus, das macht keinen Sinn. Hier hinten sollen irgendwo welche sein. Sind die echt alle hier oben? Och man, ja, natürlich, die campen natürlich da. Fuck you, ey. Ey! Das kann doch nicht wahr sein. Die sind, glaube ich, alle echt dort. Ich hasse Camper. Da, frisst. Wirklich jetzt, es ist ja keiner mehr drin. Och Leute, ist doch nicht euer Ernst, ne? Boah, ey. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Da hat sogar schon jemand diese XMLAR. Was soll mal das für eine Waffe ist? Die gibt es bestimmt wirklich. Ich meine, die machen ja hier keine ausgedachten Waffen rein. Sollten sie jedenfalls sich tun, das wäre sonst echt noch behinderter, als es sowieso schon ist mit den ganzen. Den ganzen Vorratslieferungsscheiß. LOL, ich habe tatsächlich mit der Granate einen gekillt. Krass. Gerade mal 3 Kills, das ist verdammt nochmal nichts, ey. Das ist weniger als nichts. Da liegt der! Da, fress. Ja, natürlich nur angehittet, ist klar. Als ob, ey. Hab zwar nicht getroffen gerade, aber war mir scheißegal. Oh, was hat der denn für eine Tarnung, bitte?
Boah, wie konnte man die nochmal alle ausschalten? Ich weiß es nicht mehr. Wie war denn das? Das ging irgendwie. Ich glaube, unter Option war das irgendwie. Na gut. Spielen wir jetzt eine Runde Suchen, Zerstören. Mal gucken, mit welcher Waffe ich da alles platt machen will. Vakant. Mal wieder. Ich glaube, dann nehme ich dann doch mal die MP. Das macht am meisten Sinn bei der Map. Obwohl es auch sehr, sehr lange Korridore gibt, aber... Nee. Nee, ich bleib da mal lieber bei meiner MP5. Ich habe die AK-74U nicht mehr, da ich die MP5 endlich mal ein bisschen leveln will. Also, was heißt leveln, ne? Ich möchte sie ganz gerne... Was ist jetzt los? Wow. Okay, kein Vakant wahrscheinlich. Dann halt was anderes. Angeblich findet er keine Spiele. Das ist Schwachsinn. Der findet jetzt wirklich keine Spiele? So ein Scheiß. Kann doch nicht sein, dass hier keiner spielt. Das ist doch Bullshit. 70% angeblich. Ich wollte gerade sagen, ey. Schon wieder auf. Okay, Overgrown. Gut. Da werde ich auf jeden Fall mein Sturmgewehr nehmen. Es steht schon 1-3. Die Runde könnte jetzt schon vorbei sein. Also wenn die jetzt vorbei ist, dann mache ich noch eine Runde Suchen Zerstören. Das kann ich euch ja nicht antun, während ich nicht mal eine Runde gespielt habe hier. Und das ist der Einzige, der noch lebt. Also, ja. Ich glaube, die Runde können wir jetzt hier vollkommen vergessen. Ja, die Runde können wir vollkommen vergessen. Leute, hat ja auch die Diegel gehabt. Das war ein Diegel-Duell. Nur leider hat der Feind gewonnen. Bei dem Spiel zu leveln ist verdammt schwer, finde ich. Also es dauert halt. Und da ich ja nicht so der Call of Duty-Suchti bin, mittlerweile hat sich auch nun einiges geändert. Kann ich hier nicht alle irgendwie stumm machen? Warum geht das nicht? Nehmen wir mal Downpour. Downpour habe ich noch gar nicht Suchen und Zerstören gespielt. Könnte ganz interessant werden an sich. Finde ich auch sinnlos, warum die Visiere machen, wo der Punkt nicht mal wirklich zu sehen ist. Da ist zwar der Punkt zu sehen, aber der macht auf diesen... Der macht da einfach keinen Sinn. Weißt du, bei sowas hier, wo der Punkt der Daumen ist, klar. Das macht Sinn. Aber jetzt einfach mal so einen Kopf hinzumachen, wo nicht mal irgendwie was eingezeichnet ist, wo ein Punkt sein könnte, ist ein bisschen schwachsinnig. Genauso wie hier. Was ist das bitte für ein Visier? Absolut schrecklich. Countdown. Och nee, ey. Das ist eine der Maps, die hasse ich. Ich weiß, welche Map noch schon lange nicht mehr kam. Einmal Winter Crash, wenn es überhaupt noch gibt. Und die eine Sniper-Map. Auch mit B fängt die an. Weiß aber nicht mehr, wie die hieß. Leider, leider. Na ja, komm, ich bleib bei Cold War. Machen wir wenigstens mal eine komplette Suchen-Zerstören-Runde. Hatten wir ja auch nicht so häufig. Die Minimap sieht oben aus wie ein Gesicht. Die zwei Punkte sind die Augen und die ganze Reihe an Menschen gerade. Mann, jetzt... Also... Mann! Scheiß Stangen, ey.
Scheiße. Ich habe den vorbeilaufen sehen, aber ich wollte mich nicht um den kümmern, weil ich dachte, den anderen kill ich noch. Ja, war nicht schlecht. Ich finde das ein bisschen irritierend, dass man die Herausforderungen von Gegnern sieht. Von Mitspielern. Da denke ich immer, ich habe irgendwas geschafft, aber das geht ja nicht, weil ich ja tot bin. Ja, doch, der war getroffen. Die Niederlage heißt gar nichts. Okay, er nimmt die Bombe, dann gehe ich jetzt zu B. Shit, ich hab dich doch... Mich hat gerade wieder was blockiert. Und zwar das Rad unten. Ich wollte zur Seite gehen und ich hab's nicht geschafft. Nee, die Map mag ich überhaupt nicht. Das ist eine reine offene Sniper-Map, finde ich, und ich meine sowas wie bei MW2, Wasteland. Das ist auf jeden Fall eine Sniper-Map. Oder auch D-Rail, so ein bisschen. Aber hier gibt es so viel Deckung, teilweise, und trotzdem spielen ja alle Sniper und machen einen platt. Da macht das echt keinen Spaß, die Map. Statt sich einfach mal hinzulegen dabei oder irgendwo sich zu verstecken, nö. Ich mach das ganz offen und drehe mich dabei noch. Damit ich im Fokus falle. Macht schon Sinn. So, meine Frau könnte gleich hier reinkommen. Also nicht wundern. Fällt mir was ein. Was war das gerade eben? Mann, ey, ich find's auch immer so traurig, dass die ganzen COD-Spieler alle so Kinder sind, ey. Ich höre mich jetzt vielleicht auch nicht wirklich erwachsen an, aber ich bin es. So, ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt hier. Ach, der ist tot. Oh, ausgerechnet bei B, wirklich jetzt? Einer lebt noch. Und der wird höchstwahrscheinlich bei B rumgammeln. Jawohl, komm. Schade, leider kein Kill bekommen. Also wirklich was fürs Team habe ich bisher noch nicht getan. Das kann man mal so leider festhalten. So, wenn ich jetzt die Bombe nicht kriege, weiß ich auch nicht. Boah, halt deine Fresse, ey. Auch wenn in unserem Team ist. Ich hasse solche Leute.
Jawohl. Jawohl. Nein, Mathe! Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Ich war so weit weg. Das mit den Granaten ist auch noch so ein Ding. Die sind halt von Spiel zu Spiel anders. Bei MW3 hätte die mich nicht mal gekratzt. Und hier tötet die mich sofort. Ja, ich vergleiche das jetzt mit MW3, obwohl es keinen Sinn macht, weil MW1 kam davor. Aber auch bei Titanfall, wenn ich das mal spiele, oder auch bei Rainbow Six. Das ist wirklich ein Unterschied. Manchmal weiß man schon gar nicht, wie... Oh, das war's, krass. Manchmal weiß man schon gar nicht, wie weit man zurückgehen muss, damit die Granate einen nicht trifft. Ja, es kann weitergehen, danke. Bleibt er doch relativ spannend eigentlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da wir ja nun auch nicht so wirklich gut sind. Aber unser Team macht das schon. Die haben es ja ein bisschen drauf wenigstens. Ja, bla bla bla. Mo Food. Meine Frau war gerade eben hier, deswegen habe ich mich kurz gemutet. Also, ihr wisst ja, sie ist ja meistens hier, aber sie ist jetzt nicht hier permanent bei mir, sondern geistert so ein bisschen rum. Deswegen hatte ich mich... Da, die hat mich zum Beispiel gar nicht getötet. Ey, man kriegt aber auch alles in die Fresse, ey. Gut, das war jetzt meine Schuld so ein bisschen. Nicht schlecht. Komm, gib meiner Waffe alle Ehre, los. Ach, lebt wieder nur noch einer. Oh, dann könnte das ja sogar mal eine finale Runde geben, krass. Boah, halt doch dein Maul, Mann. Mofut, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich hasse es, wenn Kinder Call of Duty spielen. Ganz Spieler stumm. Ah, da ist es. Hier, Mofut, ey. Hier, ihr alle. Selbst die es gibt Zuschauer? What the hell? Es gibt Zuschauer. Okay. Jetzt haben wir. Warte, Moment, wir haben verloren. Ist nicht wahr. Der hat alle drei gekillt. Bitte was? Das habe ich jetzt. Okay, das war scheiße. Egal, Runde, Folge ist eh viel zu lang. Also merkt euch das. Falls jetzt hier Kinder zuschauen sollten, die nicht 18 sind oder auf jeden Fall 16 oder so. 16-Jährige, okay, gut. Obwohl die heutzutage die Jugend mit 16 teilweise ja auch schon ein bisschen behindert im Kopf ist. Das war damals, als ich 16 war, vor 4, 5 Jahren, war das noch nicht der Fall. Ich war geistig mit 14 schon reif genug für ein Spiel ab 18. 3 Credits ist echt verdammt viel. Wir öffnen noch eine Kiste. Also, falls jetzt hier 16-jährige geistige Nichtgestörte zugucken, erzählt mal den ganzen Kiddies in eurer Klasse, dass sie Call of Duty bitte deinstallieren sollen, weil die sind scheiße. Gut. Alles klar. Man sieht sich dann.
Lass dich bloß nicht ab, Mann. Ach, Mann. Schade. Oh, sieht aber schick aus. Oh, das ist sogar... Oh, das ist sogar Schrott. Das ist gut. 20. Nice. Immerhin mal wieder etwas. Kaltblütig Sturmgewehre und Pontiac. Wie sie, für Krieger. Ach, wahrscheinlich ja, die Axt, ja. Und Jäger ist ja diese Tarnung. Okay, cool. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von MW1 Remastered. Ganz schön lang die Folge. Kommt schon in einer Rainbow Six Folge gleich. Wir sehen uns, haut rein und ciao.